Hallihallöchen zusammen und willkommen zur 100. Jubiläumsfolge der Neuzugänge-Reihe. Ja, ich weiß, ihr habt unglaublich lang gewartet auf die neue Folge. Ich habe wirklich versucht, was derbe krasses ranzukriegen. Es war im Gespräch eine Cyberstein-Preiskarte, eine Minerva, die ich auch wirklich hätte zugeschickt bekommen, aber das braucht so lange. Oder irgendwie eine Folge nur mit Retro-Pack-Secrets. Im Endeffekt habe ich nur eine ranbekommen. Dementsprechend ist es jetzt leider Gottes nicht ganz so heftig geworden. Ich habe hier 31 Jump-Karten, wenn ich mich nicht verzählt habe. Falls doch, die Berichtigung seht ihr ja dann im Titel. Mit einem Wert von insgesamt 100 Euro in etwa, ein bisschen mehr, 107 oder was es war. Bevor wir loslegen, noch eine kleine Information. Ich habe jetzt von Europas größtem Händler sozusagen, der halt auch wirklich eine Firma hat mit Angestellten, ein Angebot bezüglich einer Geschäftsbeziehung bekommen, die ab 2020 starten soll. Das heißt, ich werde meine ganzen anderen Händler auszahlen sozusagen, dass man auf Null ist und mich dann von einem Großteil von ihnen trennen müssen, damit ich mich auf eben diesen Händler fixieren kann. Es werden natürlich noch außer ihm vielleicht ein oder zwei bleiben, speziell im Bereich japanische Karten. Und dementsprechend gibt es da eine Umstrukturierung, was natürlich auch auf die Raten dieses und nächstes Jahr Einfluss hat. So, ein weiteres dazu gibt es natürlich auch in dem Beitrag mit dem Zahlungsplan für nächstes Jahr in der Facebook-Gruppe. Gibt es auch unten verlinkt, genauso wie Erik Hübners Card Market, eBay und YouTube-Profil. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Zuallererst haben wir den Victory Dragon, den gibt es natürlich auch aus dem Retro-Pack. Da ist er einiges wert. Hier ist er jetzt eben aus der Jump, da ist er allerdings auch gestiegen. Der ging ungefähr damals 3 Euro, jetzt ist er so ungefähr bei 8, also ist um 5er gestiegen. Richtig cool. Ist auch so eine Matchwinner-Karte, die einzige Matchwinner-Karte, die wirklich serienmäßig gedruckt worden ist. Die anderen sind ja Only-Preis-Karten, die eigentlich auch. Aber, ja, trotzdem. Gut. Weiter geht's mit einer Karte, die ist eigentlich gar nichts wert. Das ist Draconic Knight. Ich glaube, die gibt bloß ein paar Cent. Da habe ich mir schon mal ein Playset auf eBay bestellt für 3 Euro. Hier sind jetzt auch wieder 2 Stück dabei. Abgesehen davon gab es den, glaube ich, noch ein Super Rare aus CT7. Ansonsten ist er nie in irgendeinem Set erschienen. Ist eine relativ coole Karte, sieht nice aus, wirkt noch relativ oldschool. Und aus der Jump ist es natürlich immer, auch wenn es nicht wertvoll ist, etwas ganz Besonderes. Gut, hier wird es schon ein bisschen teurer. Wir haben hier das Toon Dark Magician Girl und zwar auch wieder zweimal. Wir haben jetzt insgesamt 6 Stück von denen aus der Jump dann. Eine sehr, sehr schöne Sache. Ich glaube 8 oder 9 Euro oder was das Stück geht. Richtig coole Sache. Ich finde das Artwork auch ungemein cool. Das ist eine meiner Lieblings-Toon-Karten, muss ich sagen. Der Toon Magier ist mein Zweitlieblingsmonster, soweit ich weiß. Und dann gibt es noch ein paar andere Toon-Karten, die ich richtig, richtig cool finde. Aber die gehören so zu den ersten Plätzen. Hoppla. Weiter geht's mit Magician's Valkyria. Also mit der Valkyria des Magiers. Da haben wir jetzt, das müsste jetzt die 4. sein oder die 5. Ich glaube, die 5. ist es. Haben wir hier auch aus der Jump. Geht in etwa ähnlich viel. Auch so 8 Euro, 7 Euro, sowas um den Dreh rum. Eine richtig schöne Sache. Sind übrigens alle von Michael. Die Karten waren mit dem Mega-Opening mit dabei, aber ich habe die abgesondert, weil ich die dann zur Not als Teil des der 100. Folge machen wollte. Also wir haben eine Valkyrie des Magiers, ein Ultra Rare Set Jump. Natürlich auch eine sehr, sehr schöne Karte. Ging auch mal vor einer Weile als Kamen relativ viel, bevor die Kamen Reprints kamen. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt noch geht. Mal gucken, aber damals ging die auch so, die war 3-4 Euro. Richtig cool und war auch sehr, sehr schwer zu finden. Dann hier auch wieder eine Karte, die jetzt nichts wert ist. Das ist Gandora, The Dragon of Destruction. Ich glaube, die geht nicht mal einen ganzen Euro. Habe ich auch schon ein paar Stück auf eBay ersteigert für einen Euro. Ist halt einfach cool. Ne? Gibt es auch noch aus TT7, soweit ich weiß. Und er sieht halt einfach auch wesentlich besser aus als dieser Gandora-Abklatsch, den wir jetzt aus dem Moviepack kennen. Ich persönlich finde diesen Gandora aus dem Moviepack als Monster relativ cool. Allerdings ist das schlecht designt, das Monster. Die hätten einfach ein besseres Artwork machen müssen. Ja, im Film sah der richtig cool aus. Dann haben wir eine Karte, die ich bis dato gar nicht kannte, nämlich das der Transforming Sphere. Geht in etwa 3 Euro, sowas um den Dreh rum. Eine richtig coole Karte, ist auch unser erstes Exemplar. Ich habe die vorher noch nie gesehen. Ich finde, die sieht auch relativ cool aus. Ja, ich muss mal. Weiß gar nicht, erinnere mich ein bisschen an Ra, ganz dezent, ne, von den Flügeln und von den Krallen her. Aber richtig cool.
Freut mich, dass wir die auf jeden Fall jetzt in der Sammlung haben. Dann haben wir eine Karte, die geht wieder ein bisschen was. Das ist Genesis Dragon. Der ist auch richtig cool. Ich glaube, der geht auch so 7 oder 8 Euro. Mega schöne Karte, mega geiles Artwork. Auch unser erstes Exemplar. Zumindest aus der Jump. Ob der noch in anderen Sets erhältlich war, weiß ich nicht. Und wenn ja, dann werde ich ihn vermutlich schon irgendwo haben, aber ich kann mich jetzt dran nicht erinnern. Dann haben wir Archfiends Commander. Die Karte gibt auch überhaupt nichts eigentlich, ein paar Cent, soweit ich weiß. Ja, ist auch eine richtig coole Karte, schön designt, erinnert ganz entfernt an den herbeigerufenen Totenkopf. Und ja, ist auf jeden Fall eine extrem coole Karte, kann man mitnehmen, nehme ich gerne mit. Freut mich, dass wir sie hier haben. Dann hier kennen wir aus den Invasion Vengeance Special Edition Relling Kuribo. In Ultra Rare, dort war sie in Super Rare dabei. Eins der wenigen moderneren Kuribos, die ich optisch auch noch sehr ansprechend finde. Liegt vielleicht daran, dass es sehr dem originalen Kuribo ähnelt. Abgesehen von den Händen, Füßen und dem Ding da hinten dran. Und ja, auf jeden Fall recht cool. Dann haben wir Vandalgion, The Dark Dragon Lord. Da habe ich auch schon ein paar Exemplare von dem. Ist auch eine sehr coole Karte. Gibt es auch noch in Secret Rare, habe ich auch ein paar. Und in Super Rare ebenfalls aus der CT7, wenn ich mich nicht täusche. Oder aus irgendeiner Collection Tin auf jeden Fall. Eine sehr, sehr schöne Sache an und für sich. Coole Karte. Und eine richtig finster halt. So muss das sein. Erinnert vom Stil her ein bisschen an GX. Ich weiß gar nicht, aus welcher Zeit die eigentlich stammt. Richtig schön. Dann haben wir Green Baboon, Defender of the Forest. Finde ich in Secret Rare am allerschönsten, in Ultra Rare ist aber auch richtig, richtig cool. Und ja, ist einfach eine coole Karte. Ich muss sagen, schön oldschool. Mit einem schönen Hintergrund, sehr giftgrün die Karte. Ich mag das. Na, auch die Spiegelungen hier sieht man ja. Alles schön in diesem Grün gehalten. Richtig cool. Von denen könnten auch noch einige folgen, meiner Meinung nach. Dann haben wir Cyber Eltenin. Die Karte gibt es, glaube ich, sonst so als Kamen oder so, oder war es eine Rare? Sehr schöne Karte. Auch wenn ich am Anfang nicht wirklich drauf klarkam, was das jetzt für ein Artwork darstellen soll. Ich musste die Karte eine Weile angucken, bis ich das wirklich so mich aufgenommen hatte. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass die hier dabei ist. Aber ich weiß gar nicht mehr, was die ging, aber ich glaube, es war auch nicht unbedingt viel. Dann haben wir Archfiend of Gilfa. Das ist jetzt unser zweites Exemplar. Ich hatte schon mal eine vom lieben Eduard bekommen. Das ist aber eine Ewigkeit her. War damals noch relativ teuer, jetzt geht sie glaube ich auch noch ein paar Euro, aber ist halt nicht mehr so teuer. Ich glaube damals ging die irgendwie fast 30 Euro und ist auch noch eine relativ alte Jump-Karte, da das Jump noch JMP geschrieben wurde. Und nicht JUMP. Also ist noch aus der Zeit, wo Secret Rare Obelisk und so mit dabei war. Richtig schön. Dann Tragödia, die geht in etwa 1 Euro, kennen wir ja. Habe ich schon 4 oder 5 Stück aus der Jump. Hier ein weiteres Exemplar. Finde die Karte halt optisch einfach sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen. Und war, glaube ich, mal irgendwann gut. Vermute ich mal, wenn ich mich da richtig dran erinnern kann. Dann haben wir Elemental Hero Ocean aus der Jump. Auch eine richtig coole Karte. Ist allerdings auch gar nichts wert so an und für sich. Trotzdem sehr, sehr schön, dass wir den hier haben. Und Elemental Ocean sieht auch echt cool aus. Und auch wie ein Elementarheld im Gegensatz zu dem, was da zurzeit rauskommt. Dann Orichalcos Shunaros, den finde ich richtig cool, der geht glaube ich auch ein paar Euro. Den gibt es ja ansonsten nur in Kamen aus irgendeinem GLD, ich glaube GLD 4 oder so. Ich finde den halt richtig cool. So, ich finde das Orichalcos Thema, das könnten sie noch supporten eigentlich, weil es gibt erst 2 Karten von der Thematik, nämlich Orichalcos, also das Siegel selber und eben die hier. Sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Ist auch ehrlich gesagt ein sehr erstes Exemplar, ich bin davor nie an eine rangekommen. Dann haben wir The Wicked Avatar. Das ist das böse Gegenstück von Ra. Das sind ja diese bösen Götter. Da gibt es den Avatar, da gibt es die Wurzel und da gibt es den Auslöscher. Genau, ich glaube, es war aber hier nur die Wurzel dabei. Nur der Avatar dabei. Und möglicherweise noch der Auslöscher, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Werden wir ja gleich sehen, wenn, dann habe ich sie wahrscheinlich zusammensortiert. Genau, den Auslöscher, den haben wir auch noch da. Ich glaube, Auslöscher, der war das Gegenstück von Ra, wenn ich mich nicht täusche. Nicht von Ra, sondern von Slifer, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir aber nicht sicher, oder war es Obelisk? Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall sind das schon coole Karten, aber ich finde, sie sind halt nicht so episch designt wie die Götter. Da hätten sie sich wirklich Besseres einfallen lassen können. Dann The Hundred Eyes Dragon. Habe ich auch schon aus der Jump. Ist jetzt geht eigentlich gar nichts. Aber ich finde halt, dass der so richtig schön oldschool designt worden ist. Und der gehört halt auch tatsächlich zu einem meiner Lieblingskarten aus der 5Ds-Ära.
wenn es nicht sogar die Lieblingskarte aus der 5Ds-Ära ist. Ich finde die Karte nämlich richtig, richtig episch. Richtig cool. Dann haben wir den Dark End Dragon. Den gibt es ja auch aus der Legendary Collection GX, glaube ich. In Secret Rare. Ich weiß das so genau, weil mich das, glaube ich, so gewundert hat, dass es aus der Legendary Collection eine Synchro gab. Vielleicht ist es auch ein Druckfehler gewesen, aber ich hatte halt tatsächlich mal einen Secret, wo LCGX dran stand. Dementsprechend, wobei, LGCX, bin ich jetzt bescheuert, ich glaube, das war irgendein Set, oder? Tut mir leid, Leute, ich bin noch nicht so lange wach, ich bin noch ein bisschen schlaftrunken. Also wenn ich mich da jetzt täusche, dann tut es mir echt leid. Dann haben wir X-Saber Sousa aus der Jump, auch eine coole Karte. X-Saber finde ich im Allgemeinen relativ cool von der Optik her, zumindest einige von denen und der natürlich besonders, weil der ist nämlich ziemlich präsent auf dem Artwork. Ist auch eine sehr schön designte Karte und könnte definitiv mal so eine richtig klassische Oldschool-Karte werden in einigen Jahren. Richtig schön. Dann haben wir den Quasar-Schnuppendrachen, der ging damals relativ viel, bevor er in der Legendary Collection 5 geprintet worden ist. Oder 5Ds meine ich. Da ging er, glaube ich, damals 20 Euro, oder ne, waren es 36, irgendwie sowas. Jetzt geht er, glaube ich, noch 7 aus der Jump, richtig schön. Freut mich, dass wir den hier haben. Eine sehr coole Sache. Dann haben wir Lightning Warrior, auch eine coole Karte, richtig, 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 richtig sexy. So muss das sein. Und, ich muss sagen, das Artwork passt eigentlich auch. Das Artwork gefällt mir eigentlich auch relativ gut. Mir ist jetzt gar nicht aufgefallen, dass der da die Hand reicht. Sehe ich erst jetzt. Oh Mann. Weiter geht's mit einer meiner Lieblings-Gimmick-Marionetten, nämlich Nummer 88, Gimmick Puppet of Leo. Ich finde, die ist optisch einfach fast am besten designt. Es gibt noch andere, die sehr, sehr cool sind. Zum Beispiel der, der so auf seinem Thron sitzt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Das Riesending da. Finde ich auch cool. In Secret Rare vor allen Dingen. Aber die hier ist halt, die haut halt alles raus. Ich finde die einfach vom Design her optisch so ansprechend, dass ich tatsächlich sagen kann, das ist meine Lieblings-Gimmick-Marionette überhaupt. Ja. Dann haben wir... Oh Gott, was ist da passiert? Was glänzt denn da so auf der Karte? Naja. Nummer 40. Gimmick Puppet of Strings. Seht ihr das? Was ist denn das? Das ist irgendein Film. Ob man den wegmachen kann? Ich hoffe es doch. Nummer 40. Gimmick Puppet of Strings ist auch eine halbwegs coole Karte. Allerdings finde ich sie in Ultra tatsächlich schöner als in Super Rare. In Super Rare finde ich sie so random. Ja. Gibt aber auf jeden Fall schlechter designte Karten. Dann gibt es Nummer 16, Shockmaster. Da geht sogar ein bisschen was. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich weiß, da geht ein paar Euro. Waren es vielleicht auch 8 oder 9 oder so. Hoppla. Spoilert. vom Design her, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber gut, lassen wir den einfach mal so im Raum stehen. Dann natürlich richtig cool, Chimera Tech Fortress Dragon. Ist auch eine richtig coole Karte aus der Jump. Geht, glaube ich, auch nicht übermäßig viel. Ich meine, das sind alles bezahlbare Karten, die wir hier haben. Ja. Ich glaube, die teuerste Karte kostet aus dieser Sendung hier wirklich 9 oder 10 Euro vielleicht. Da gibt es wesentlich teurere Jump-Karten. Und ist auf jeden Fall auch eine relativ coole Karte. Auch in Gold, da finde ich, sieht die da relativ gut aus. Und ja, so muss das sein. Dann haben wir einen Blue-Eyes Ultimate Dragon. Auch aus der Zeit noch, wo... Jump JMP geschrieben worden ist, der geht aber auch nicht viel, 3 oder 4 Euro. Und dann gibt es hier nochmal den Secret aus dem selben Set, genau wie aus dem Retro-Pack, die Variante. Ist auch cool. Allerdings bevorzuge ich, wenn dann schon die Ultra-Rare, weil die unterscheidet sich ja von der Retro-Pack-Variante am ehesten. Deswegen richtig cool, müsste jetzt unser 4. oder 5. Exemplar sein. Und dann hier richtig cool haben wir noch den Elemental Hero Core. Den finde ich eigentlich optisch, ich weiß nicht, ich finde, er sieht jetzt nicht wirklich aus wie ein Elementarheld, aber er sieht trotzdem cool aus, so als Monster für sich. Ich hätte ihn jetzt nicht zu den Elementalen zugeordnet, rein optisch, aber an und für sich sieht er halt doch einfach recht cool aus und ich freue mich, dass wir den hier haben. Und zu guter Letzt eine Karte, die im Preis ja richtig heftig gesunken ist, nämlich Unity. Eine von 3, ich glaube, Unity, Judgment of the Pharaoh und Yu-Gi-Oh! Friendship waren die 3 Karten. Die gingen ja damals 20 Euro oder sowas, das geht ja auch nur noch 7 oder so oder 8 vielleicht. Eine richtig schöne Karte auf jeden Fall mit den Charakteren mal drauf. Finde ich richtig cool. Und das war's mit der Sendung. Ihr könnt mir mal eure Meinung da lassen, wie ihr das Ganze fandet. Ob das einer 100. Folge würdig war in euren Augen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zu den nächsten Folgen. Ich habe jetzt noch 3 Stück schon vorgedreht. Das heißt, wir haben die Woche und nächste Woche vielleicht noch einiges zu tun. Und ich würde sagen, bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.